Hallo und herzlich willkommen im Wald. Erstmal kurz vorweg, ich bin ein bisschen am Kränkeln, deshalb, wenn ich etwas fertig aussehe und mich etwas fertig anhöre, also mehr als gewöhnlich, dann entschuldigt das bitte. Ich wollte jetzt nicht auf den Videodreh verzichten, nur weil ich etwas angeschlagen bin. Und zweitens, heute geht es um Grünzeug. Und zwar fangen wir mit der Buche an. Das hier gibt eine neue Videoreihe und zwar Baumkunde auf Schlau Dendrologie. Und ja, ich erzähle euch einfach mal, was der Bushcrafter, Survivor oder sonstige Waldbesucher bzw. Waldnutzer, sagen wir es mal so, also nicht nur der kurz in den Wald geht, weil er es da lustig findet, sondern der im Wald auch ein bisschen was machen möchte und erleben will, was derjenige halt eben zu Bäumen wissen sollte, möchte, was ihn interessieren könnte. Das wollte ich euch auch zu Bäumen erzählen. Natürlich auch, wie man die erkennt. Und ja, also die drei wesentlichen Kriterien pro Baum. A, wie sieht der aus? B, wo finde ich den? C, was mache ich damit? Und damit geht es jetzt heute auch mit der Buche schon mal los. Die Rotbuche, Fagus sylvatica. Ist auch das Ding da hinter mir, hier. Ist Deutschlands häufigster Laubbaum. Ist es mit ca. 15% Baumartenanteil an der gesamtdeutschen Bestockung. Sollte es definitiv sein mit ca. 90% Baumartenanteil an der potenziellen deutschen Bestockung. Potenzielle natürliche Vegetation nennt man das. Das ist also quasi das, was hier stehen würde, wenn der Mensch nichts anderes hingepflanzt hätte. Kurs, jetzt kommen wir zur Buche an sich. A, wie sieht die aus? Was ich hier habe, ist jetzt so ein Buchenzweigchen und da kann man jetzt erstmal schon mal ganz schön die Buchenblätter erkennen. Die sind grün. Ach, wer hätte das gedacht? Gehen wir mal auf die Details und Besonderheiten ein. Ja, also zunächst mal hat ein Buchenblatt so die typische elliptische Blattform, also sprich so ein bisschen eiförmig, nicht rund, so leicht spitzlig. Es hat keine ausgeprägte Spitze, nur so ein bisschen leicht spitz zulaufend und eigentlich keine besonders hervorstechenden Merkmale und wird auch gerne so als das typische deutsche Laubblatt hergenommen, weil es halt wirklich eigentlich nichts Besonderes ist. Was einem ein bisschen auffällt, die Oberfläche ist durchaus leicht glänzend. Das gibt auch Blätter, die sind da erheblich matter. Die Rückseite sieht ungefähr genauso aus wie die Vorderseite. Natürlich hat es ein bisschen weiter hervortretende Blattnerven. Was sind jetzt noch andere Besonderheiten an dem typischen Buchenblatt? Ist der gewellte Blattrund. Grund, seht euch mal hier so ein bisschen da hinten die Kante an. Ihr seht, die ist leicht wellenförmig. Hier hinten kann man es auch schön sehen, leicht wellenförmig. Also dieser wellenförmige Blattrand ist so ein typisches Kriterium für ein Buchenblatt. Das haben die anderen Blätter auch alle nicht, beziehungsweise wenn sie es haben, dann haben sie noch andere interessante Merkmale, an denen man sofort erkennt, dass es keine Buche ist. Buche ist recht schwierig mit was anderem zu verwechseln, außer mit Hainbuche, dazu kommen wir dann gleich. Was Buchenblätter auch noch haben, ist eben an diesem welligen Rand. Man kann es hier vorne einigermaßen erkennen, so leichte Härchen dran. Die Härchen können auch fehlen, wenn es sich um sehr alte Blätter handelt. Also wenn ihr im Spätsommer quasi ein so gerade noch grünes Blatt findet, dann sind die Härchen häufig schon gar nicht mehr zu sehen. Da hinten kann man sie im Licht auch einigermaßen durchscheinend erkennen und hier vielleicht auch so andeutungsweise, da vielleicht auch noch. Aber ihr seht das dann nachher am Computer, beziehungsweise besser als ich es jetzt hier auf meinem Kameradisplay sehe. Und das sind eigentlich die wesentlichen Merkmale. Dieser schöne gewellte Blattrand und halt eben diese leichten Härchen am Blattrand. Teilweise findet man auch noch Härchen auf der Blattunterseite, insbesondere entlang der Blattnerven. Das sind also diese Adern, was hier so aussieht wie Adern im Blatt, da spricht man auch von Blattnerven. Da gibt es den Axialnerv und eben diese Nebenblattnerven und daran findet man manchmal auch noch Härchen, muss aber nicht, ist jetzt kein sicheres Identifikationsmerkmal. Aber dieses typische Blatt, arm an Besonderheiten, auch hier hinten nichts Besonderes, einfach nur dieses runde Ding mit einem kleinen Stiel, der aber wirklich in den meisten Fällen ziemlich kurz ausfällt. Das ist jetzt noch so ein bisschen was dran hängen geblieben ist. Ja,
Aber das ist variabel. Also ich sage euch auch gar nichts zur Blattgröße, weil darauf kommt es nicht an. Wichtig ist immer die Form, weil die Größe sehr stark von Umweltfaktoren abhängt und zur Bestimmung daher kein wirklich hilfreiches Merkmal ist. Anhand des Stammes lässt sich die Buche auch relativ einfach von anderen Baumarten unterscheiden, denn sie ist ein sogenannter Periderm-Baum. Was heißt denn das jetzt? Das bedeutet einfach, sie hat einen glatten Stamm. Also keine Schuppen, keine Risse drin. Alles ziemlich topfeben, bis auf solche Astlöcher hier. Also das sind alles so Reste von Ästen, all diese kleinen Narben hier am Stamm. Da saß immer mal ein kleiner Ast, beziehungsweise hier ein sehr kleiner, hier ein deutlich größerer. Laubbäume bis außer Pappeln und Kirschen verlieren ihre Äste mit der Zeit von alleine. Die fallen dann einfach ab. Und das ist hier bei dieser Buche mit diesem dicken Ast hier auch passiert. Und entsprechend wichtiges Kriterium ist eben diese sehr glatte Borke, die auch das Leben der Buche lang eigentlich glatt bleibt. Nur bei sehr alten Exemplaren wird sie irgendwann unten, also unten am Stamm, dann irgendwann sehr rissig. Dann kann man zum Habitus der sogenannten Wuchsform der Buche, Habitus werde ich auch in dieser Videoreihe auch noch häufiger benutzen, dieses Wort, sagen. Und dazu blende ich euch mal was ein. Dass die Buche meistens eine sehr, sehr breite Krone ausbildet, wenn sie dann kann, und sehr viel Schatten auf den Waldboden wirft, was ja auch ihre ökologische Strategie, um sich gegen andere Pflanzen durchzusetzen, ist, nämlich breite Krone machen, viel Schatten produzieren und alles andere quasi unten drunter abdunkeln. Hierzu möchte ich euch dann auch mal auf mein Buchenwald und Philosophie-Video verweisen. Da habe ich so das Ökosystem Buchenwald schon mal ganz gut da kann man sich natürlich streiten, aber ich habe auf jeden Fall versucht, das Ökosystem Buchenwald schon mal ein bisschen zu erklären, wie die Buche sich denn gegen ihre Konkurrenten so durchsetzt. Das wäre im Rahmen dessen, wenn ihr was über die Buche wissen wollt, vielleicht noch ganz interessant für euch, ist hier irgendwo verlinkt. Jo, kommen wir zu Teil B. Teil B lautet, wo finde ich eine Buche? Im Fall der Buche ist Teil B eigentlich überflüssig, weil, ich habe es ja schon erwähnt, Buche wäre unsere häufigste Baumart. Wir hätten sie auf 90% der bundesdeutschen Fläche. Das heißt, wo findet ihr eine Buche nicht, wäre sinnvoller. Nämlich nicht auf Sonderstandorten. Was ist ein Sonderstandort? Moor, Berg, Fluss, Klippe, sowas. Also alles, was ein bisschen was ist, was wirklich in der Landschaft normal erstmal nicht anzutreffen ist, da findet ihr die Buche am ehesten nicht. Da kann sie auch noch relativ gut hin, aber wenn sie irgendwo nicht vorkommt, dann da. Direkt am Fluss sind mehr so die Auwaldgeschichten. An der Klippe ist so das Zeug, was auf Trockenheit spezialisiert ist. Ein Moor ist viel zu nass. Direkt am Fluss ist auch wieder viel zu nass. Und oben in den Bergen, da wird die Buche dann irgendwann abgelöst, weil es ihr zu kalt wird. In Anführungszeichen. Eigentlich ist Frost im Frühjahr das Problem, weil dann die jungen Buchen erfrieren, die unten am Boden sind. Die sind da ziemlich empfindlich. Wenn es da noch irgendwelche Spätfröste gibt, spricht man dann davon. Also Frost im Frühjahr ist paradoxerweise ein Spätfrost, weil er quasi zu spät nach dem Winter eintritt. Da ist Buche sehr empfindlich dagegen. Das kann ihren Bestand dahingehend so weit bedrohen, dass sie dann quasi an dieser Stelle ausstirbt, kann man nicht sagen, weil sie ja drumherum überall noch verfügbar ist. Aber an einer Stelle, die Spätfrost gefährdet ist, da wird die Buche auf jeden Fall nicht so gut bis gar nicht vorkommen. So, und dann zu Teil C. Was mache ich denn mit einer Buche, wenn ich im Wald unterwegs bin und im Wald auch leben möchte? Da muss man zunächst mal sagen, Buche, das Holz an sich, ist ein sehr schweres, sehr hartes Holz. Nur Eiche ist noch ein bisschen schwerer und härter, aber nur noch so wenig, dass der Unterschied für den Anwender im Prinzip schon fast gar nicht mehr feststellbar ist. Beim Schnitzen, meine ich, würde man es merken, weil die Buche dafür, dass sie sehr hart und sehr fest ist, sich sehr gut bearbeiten lässt, da sie eine sehr kurze Faserlänge hat. Also die einzelnen Holzfasern sind sehr kurz,
liegen aber dicht beieinander. Das macht ein sehr homogenes Holz aus. Ich habe hier mal ein bisschen was zurechtgeschnitzt. Da könnt ihr einigermaßen erkennen, dass das Holz wirklich ein sehr homogenes Holz ist. Es gibt keinen Kern in der Mitte. Die Markröhre fällt sehr klein und fein aus. Das ist dieses weiße Ding hier in der Mitte. Die ist bei vielen anderen Holzarten erheblich dicker und stört dann auch beim Schnitzen, beziehungsweise wenn man irgendwas aus dem Holz machen will, hat man das Ding immer im Weg. Und der Jahrringaufbau ist auch sehr gleichmäßig. Man spricht also wirklich bei der Buche von einem sehr, sehr homogenen Holz, das im Aufbau fast überall sehr gleich strukturiert ist. Das führt einfach dazu, dass es sich sehr gut bearbeiten lässt. Sei Schnitzen, Drechseln, Sägen, Spalten, all sowas kann man mit der Buche hervorragend machen. Das heißt, wenn wir einen festen Werkstoff brauchen, der ordentlich stabil ist und so richtig schön was hergibt, für Waldzwecke wohlgemerkt, also jetzt als Bauholz hat sie ein paar Nachteile, aber da will ich jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen. Aber so für Waldzwecke, oh, Mücke erwischt, ist die Buche so ein super festes Bauholz, das sich eben auch gut bearbeiten lässt, wenn man dann Zeit und Lust hat, die entsprechende Energie aufzubringen, ein so hartes Holz zu bearbeiten. Also man schnitzt da einfach länger dran als an einem weichen Holz, weil man eben pro Schnitt wirklich nur vergleichsweise wenig Buche abschneiden kann, simpel ausgedrückt. Heißt, man muss sich also wirklich die Arbeit machen, wenn man sich aus Buchen Löffel schnitzen will oder irgendwelche sonstigen Konstruktionen, eine Tasse aus Buche ausbrennen, wird auch entsprechend lange dauern. Aber es wäre dann ein sehr hartes, sehr dauerhaftes Geschirrteil oder was auch immer ihr damit bauen wollt, solange euch das Ding jetzt nicht großartiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Damit wären wir nämlich bei einem Nachteil, wenn ihr irgendwelche Konstruktionen aus Buchenholz vorhabt. Buchenholz verwest relativ schnell im feuchten Milieu. Also heißt, im Wald, da ist es immer feucht, allein schon durch die Luftfeuchtigkeit werden irgendwelche Buchenholzkonstruktionen jetzt nicht sonderlich lange halten. Es ist auch nicht so, dass sie sofort zusammenbrechen, aber nur weil es ein hartes Holz ist, heißt das jetzt nicht, dass es im Wald besonders lange hält. Erst recht nicht lange hält die Buche als Flock, wenn ihr sie also in den Boden rammt. Das ist ein ziemlich kurzlebiger Flock dann, aber fast alle anderen Hölzer sind da auch nicht viel besser. Wirklich gut im Sinne von verwitterungsresistent wäre die Robinie. Wobei Robinie im deutschen Wald nicht so viel vorkommt, dass man sagen kann, okay, dann haue ich jetzt mir ein paar Robinien um und baue mir da draußen Holzhaus in den Wald und ziehe da ein und wohne da jetzt 20 Jahre lang ohne renovieren zu müssen. So gut funktioniert es dann auch wieder nicht. Eine weitere für uns praktische Eigenschaft von Buchenholz ist, dass es, wenn man es dämpft, was ist jetzt dämpfen? Das heißt, ihr nehmt euch einen Topf, macht euch ein Feuerchen, stellt euch einen Topf mit Wasser drauf, wartet, bis es schön kocht, schön Wasserdampf entweicht, dann haltet ihr euer Buchenholz da drüber, also in den Wasserdampf, wartet eine Weile und dann löst sich das Lignin, was dem Holz die Stabilität verleiht, wird weich. Man kann das Holz dann entsprechend, also das ist bei Buchenholz besonders ausgeprägt, bei Esche funktioniert das auch noch. Bei vielen anderen Hölzern merkt man das gar nicht so, aber das Buchenlignin wird relativ schnell und einfach weich, sodass man die Buche dann in eine bestimmte Form biegen kann, die man haben möchte. Wie gesagt, vergleichsweise leicht. Es ist jetzt immer noch nicht so einfach, wie ich es gerade darstelle, aber es geht. Und kann sich dann zum Beispiel einen krummen Buchenstock zurechtbiegen. Und das Schöne ist jetzt, wenn das Holz wieder kalt wird und das Lignin wieder fest wird, dann behält der Stock die Form, in der man ihn gebogen hat. Das ist also eine plastische Verbiegung, nicht elastisch. Also heißt, es biegt sich nicht wieder zurück, sondern bleibt so, wie man es haben möchte. Wer technisch visiert ist, kann das ja auch wieder beim Hüttenbau verwenden, um sich irgendwelche rechte Winkel oder irgendwas zurechtzubiegen. Wobei bei einem rechten Winkel aus so einem Stock zu biegen, ist natürlich dann die Elastizität bzw. die Plastizität, die Biegsamkeit von Buchenholz irgendwo an ihren Grenzen. Also man kann jetzt hier nicht wirklich einen rechten Winkel reinbiegen. Das geht nicht, aber vielleicht hat der ein oder andere von euch irgendeine lustige Idee, was man mit einem plastisch biegsamen Holz so anfangen kann im Lagerbau. Ich bin dafür zu wenig der Ingenieur. Wobei ich mich ja theoretisch fast so nennen darf. Na, egal.
Ja, die dritte für uns super interessante Eigenschaft von Buchenholz ist, das wisst ihr garantiert, es ist ein hervorragendes Brennholz. Genau genommen ist es eigentlich das beste Brennholz, was man sich nur wünschen kann für längerfristige Feuerprojekte. Heißt, wenn ihr was haben wollt, worauf ihr möglichst gut kochen könnt, nehmt ihr Buchenholz, weil es eine sehr, sehr, sehr konstante Wärmeabgabe hat. Oh Gott, jetzt kommen hier, glaube ich, gerade gefühlte 6 Millionen Mücken überall. Oh, da bin ich ja gespannt, wie das noch ausgeht. Ich leide mal für euch. Ja, es hat eine sehr konstante Wärmeabgabe mit konstanter Flammenbildung. Das heißt, man hat lange die gleiche Menge an Wärmeabgabe und gleiche Menge an Flamme, wenn man Buche reinschmeißt. Also es brennt sehr langsam und gleichmäßig. Das heißt, man hat einfach den Vorteil, dass man nicht so oft Holz nachlegen muss. Des Weiteren hat sie insgesamt einen sehr hohen Brennwert, unsere Buche. Also pro Kilo Buchenholz kriegt man also deutlich mehr Hitze, mehr Wärme raus, als wenn man zum Beispiel ein Kilo Fichte verheizen würde. Und eben durch die hohe Glutbildung eignet sie sich natürlich toll, wenn man irgendwas auf der Glut kochen möchte. Gegrilltes über Buchenholz schmeckt besonders gut und Buchenholz eignet sich auch perfekt zum Räuchern. Man kennt es aus diversen Wurstwerbungen über Buchenholz geräuchert und solche Späße. Das ist tatsächlich dafür eigentlich ideal. Der einzige Nachteil, den Buche als Brennholz hat, ist, durch die hohe Holzdichte und den hohen Energiegehalt dauert es relativ lange, bis Buche erstmal brennt. Heißt, als Anzündeholz ist es erstmal nicht so gut geeignet. Da wäre dann ein leichtes Holz, das schnell brennt, dann natürlich auch schnell weg ist und insgesamt gar nicht so viel Wärme abgibt pro Holz, wie es eben unsere Buche tut, wäre besser geeignet, um Feuer anzuzünden, beispielsweise Kiefer oder auch die Fichte. Zwischen den einzelnen Schnitten in diesem Video erschlage ich übrigens jedes Mal so circa 10 Mücken. Nur, dass ihr es wisst. Jo, jetzt ganz wichtig ist ja, dass die Buche zu den Fagazeen gehört. Den Buchengewächsen. Ach, Überraschung. Ja, das ist jetzt halt Zufall, dass die Buche jetzt gleichzeitig auch das namengebende Bäumchen der gesamten Gattung Buchengewächse ist. Entschuldigung, nicht Gattung, Familie der Buchengewächse. Die haben gemeinsam, dass sie alle sehr nahrhafte, für uns Mensch nahrhafte Früchte tragen. Also fast alle, mehr oder weniger nahrhaft. Aber es ist eigentlich fast bei jedem dieser Bäume was dabei, was wir essen können. Im Fall der Buche sind es die Bucheckern. Ich blende sie euch per Bild mal ein, weil ich hier partout keine mehr finde. Bin hier auch nicht in einem richtigen Buchenwald, sondern im Mischwald, wo unter anderem halt eben auch Buchen drin stehen. Dafür müsste man dann schon im richtigen Buchenwald sein, der ein Mastjahr hatte, dass man im Frühjahr noch Bucheckern rumliegen findet. Die werden dann doch relativ schnell über den Winter auch teilweise unterm Schnee rausgesucht. Die Mäuschen holen sich das. Jeder mag eigentlich Bucheckern. Da muss ich jetzt nicht so viel zu erzählen. Die kennt ihr auch garantiert und habt ihr garantiert schon mal gesehen. Wie gesagt, Bild haben wir da eingeblendet. Die sind sehr, sehr, sehr nahrhaft. Die enthalten bis zu 40% Fett in Form von Öl. Wurde im Zweiten Weltkrieg auch benutzt, um daraus Öl zu pressen. Man hat die also in eine entsprechende Ölmühle gefüllt und da entsprechend gedreht und dann kam da unten quasi Buchecker-Saft, wenn man so möchte, raus, also Buchecker-Öl. Gibt es in manchen Reformhäusern tatsächlich auch heutzutage noch zu kaufen. Soll diverse tolle Eigenschaften haben. Rein wissenschaftlich gesehen ist es aber jetzt auch nicht toller als andere gute Öle, in Anführungszeichen. Also es ist schon eins der besseren Öle. Also nicht Sonnenblumenöl, sondern vergleichbar von der Güte her mit, jetzt auch nicht unbedingt Olivenöl, aber zum Beispiel Distelöl oder irgendwie Walnussöl. Sowas in der Richtung. Sorry, wenn ich mir jetzt relativ häufig ins Gesicht fasse und sonst wo kratze, weil ja, wie gesagt, die Mücken. Natürlich bedeutet der hohe Ölgehalt auch, dass man Bucheckern eben sehr gut verzehren kann und sie viel Nährstoffe liefern, was halt eben grüne Pflanzenmasse nicht tut. Man kann sich also von Bucheckerchen fressen im Herbst im Wald wirklich wunderbar ernähren. Das ist überhaupt kein Problem. Man sollte auch bei dem Aufwand, den man hat, um Bucheckern zu finden, im Herbst wohlgemerkt, in einem buchendominierten Wald, mehr Energie durch den Buchäckerzufuhr aufnehmen können, als man braucht, um die Bucheckern dann jeweils einzeln vom Boden aufzusammeln. Also langfristig gesehen wäre es tatsächlich eine Möglichkeit, dass man im Herbst einfach so viele Bucheckern sammelt, dass man sogar über den Winter kommt. Das wird ein bisschen schwierig, wenn man sich nur auf Bucheckern spezialisiert. Eicheln sind dann nochmal effizienter. Genau wie bei Eicheln gilt auch bei Bucheckern, und was werde ich bei den Eicheln natürlich auch garantiert nochmal erzählen, die enthalten folgende Giftstoffe, einmal Oxalsäure. Oxalsäure ist ja in ganz vielen Pflanzenmaterial drin.
Die ist im Prinzip dann nicht mehr weiter dramatisch, wenn man sein besagtes Pflanzenmaterial vorher erhitzt. Einmal kurz ein bisschen angebraten, angeröstet und die Oxalsäure ist futsch. Die verbrennt dann einfach sehr schnell, wird zu CO2 reduziert und macht unsere Atmosphäre heißer. aber ansonsten passiert dann nicht mehr viel Schlimmes mit dem Zeug. Das andere, was drin ist, ist Phagin, benannt nach eben der Buche Fagus sylvatica. Und Phagin ist ein, ja, brauche euch nicht interessieren, was es ist. Es ist jedenfalls nicht so sonderlich gesund, aber wasserlöslich, heißt im Idealfall, haut ihr eure Bucheckern irgendwie klein oder was auch immer ihr damit vorhabt, macht euch ein Mehl draus, wenn ihr euch einen Buchecker-Fladen machen wollt, einen Buchecker-Keks oder sonst wie, wässert dann den Teig in irgendwas, dass es euch nicht davon schwimmt, kann man in der eigenen Socke tun zum Beispiel. Dazu gibt es ein tolles Video vom Saki, wo er das mit Eicheln vormacht. Es gibt noch diverse andere tolle Videos von diversen anderen Leuten, wo sie das mit Eicheln vormachen. Und das Gleiche funktioniert auch mit Bucheckern. Allerdings muss man sagen, diese Giftstoffe sind in Bucheckern nur in einem so geringen Maß drin, dass man roh, also als gesunder Mensch, wenn man jetzt nicht da irgendwelche Unverträglichkeiten hat oder ähnliches, dass man roh eigentlich auch größere Mengen von Buchecker verzehren kann, ohne dass einem da irgendwelche negativen Konsequenzen drohen. Es gibt auch Leute, die haben einen so robusten Magen- bzw. Verdauungsapparat, dass sie große Mengen Bucheckern ohne Probleme verzehren können, ohne dass ihnen da irgendwas hinterher wehtut oder wie er hochkommt oder in flüssiger Form woanders hinkommt oder ich will das nicht weiter ausführen. Insgesamt, selbst wenn ihr mal zu viel davon essen solltet, so schwer giftig ist Phagin nicht, dass euch da was Schlimmeres passiert. Wird halt ein bisschen unangenehm, aber sterben kann man daran eigentlich nicht. Das heißt, man kann schon, aber dann müsste man es schon wollen, sozusagen. Gut, jetzt kann man zur Buche natürlich noch viel, 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 viel mehr erzählen. Ich weiß da auch noch viel, 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 viel mehr dazu. Aber ich halte jetzt die Klappe, weil das war jetzt so das für Bushcrafter relevante Zeug zur Buche. Wenn ihr jetzt mit dem Format nicht einverstanden seid und der Meinung seid, ich soll zum jeweiligen Baumarkt gleich alles erzählen, was man darüber irgendwie sagen kann, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Aber ehrlich gesagt ist mir das so lieber. Das würden sonst nämlich ewig lange Videos zu jeder Baumart, die wir haben in Deutschland. Da sitze ich ja in 3 Jahren noch an dem Baumformat und das wird auch irgendwie dann, glaube ich, doch ein bisschen langweilig, wenn das so in die Ausführlichkeit ausufert, dass das wirklich kaum noch zu ertragen ist. Von daher, ich hoffe, so ist es in Ordnung. Bei mir sind ja sowieso sämtliche Videos schon grundsätzlich immer relativ ausführlich, von daher seid ihr garantiert nicht überrascht. Und ja, würde mich freuen, wenn da in irgendeiner Form ein Kommentar kommt, ob ich so weitermachen darf oder ob ich was ändern soll oder ob euch die Bäume überhaupt interessieren. Wenn ja, dann machen wir jetzt sämtliche Bäume durch, die wir im deutschen Wald so typischerweise haben. Inklusive die fremdländischen Baumarten, die bei uns aber mittlerweile schon in einem Ausmaß angebaut werden, dass man sie als eingebürgert bezeichnen kann. Ob das gut oder schlecht ist, werde ich beim entsprechenden Baum dann natürlich auch nochmal dazu sagen. Jo! Also, soviel zum neuen Baumformat. Und ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch mal wieder alles Gute, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.